Ein Schwimmwettkampf der Superlative, das ist der 10. internationale Berlin Masters Cup, organisiert vom Berliner Schwimmverband. In der Schwimmhalle des Sportforums Hohenschönhausen versammelten sich am 1. Maiwochenende Teilnehmer, Unterstützer und Schaulustige. Auch internationale Teams sind mit von der Partie. Wir sind heute beim 10. internationalen Masters Cup im Sportforum in Hohenschönhausen. Traditionell findet der Wettkampf sonst in der Landsberger Allee statt. Dort ist aber zurzeit eine große Baustelle. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr dann auch wieder mehr Aktive in der Schwimmhalle Landsberger Allee begrüßen können und vielleicht den einen oder anderen von Ihnen auch als Zuschauer. Herzlich willkommen, dann bis nächstes Jahr. Die diesjährige neue Location bietet mit 10 Bahnen eigentlich ausreichend Platz, musste aber leider verkleinert werden. Knapp 200 Teilnehmer sind dieses Jahr wieder mit von der Partie und das sind etwa 3-mal weniger als im Vorjahr. Stefan Meyer vom VfB Hermsdorf Berlin darf sich nach dem ersten Wettkampfblock bereits über einen Sieg freuen. Im 50 Meter Schmetterlingfinale der Altersklasse U45 erringt er den ersten Platz. Also meine Erwartungen waren so, dass ich heute nicht ganz so stark hier auftrete, weil der Höhepunkt lag bei den Norddeutschen Meisterschaften in Braunschweig im März. Und seitdem ist das Training eher nebenher gelaufen. Und ich habe heute eigentlich, wollte schon etwas schneller schwimmen in meinem Lauf und habe eigentlich nicht mit dem ersten Platz gerechnet. Also mit der Zeit bin ich sehr angenehm überrascht, dass ich damit ganz oben gelandet bin. In der Altersklasse U60 hat Dirk Zeterberg einen Gewinn zu verbuchen. Der Mann vom Berliner TSC bekommt mit einer Spitzenzeit von 29,81 Sekunden über 50 Meter freies Ziel der Männer den ersten Platz auf dem Treppchen. Damit gerechnet hat er nicht zwangsläufig. Ja, mit dem ersten Platz kann man immer schwierig vorher rechnen, weil man nicht genau weiß, was die anderen Leute so von den Zeiten her schwimmen. Ich persönlich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden. Und von der Veranstaltung her ist es sehr gut. Die Location ist ausreichend für diese Veranstaltung. Leider haben wir kein Ein- und Ausschwimmbecken zur Verfügung. Das ist das einzige kleine Manko. Sonst ist die Location eigentlich okay. Am Ende gibt es für den Berliner Schwimmverband noch einen Jahr hauseigenen Doppelerfolg zu feiern. Sabine Schulz vom PSV Berlin hat heute nämlich besonders viel zu tun. Nicht nur beim Wettkampf ist sie ganz vorne mit dabei. Auch bei der Organisation des Wettkampfs hat sie eine tragende Rolle. Über 100 Meter Rücken, die Altersklasse U50, erringt sie den dritten Platz. Also erstmal ist das von Vorteil, wenn man selber mit dabei ist, weil man kann durchaus nachvollziehen, wie sich die Aktiven fühlen, was sie für Bedürfnisse haben, was wir auch verbessern können von Mal zu Mal. Wenn man selber mit dem Becken ist, kann man alle Gegebenheiten auch selber abchecken. Und ja, es macht auch Spaß, einfach so ein großes Miteinander in der Familie zu sein. Zum 10-Jahres-Jubiläum des Berlin Masters Cups wird klar, wo das Erfolgsgeheimnis des Wettkampfes liegt. Die Schar an Teilnehmern in Verbindung mit einer außerordentlich guten Stimmung und der engagierten Organisation bilden das Rückgrat der Veranstaltung. Natürlich erwartet alle Interessierten nächstes Jahr die gleiche Atmosphäre, dann hoffentlich wieder in gewohnter Größe.